Ein neuer Money Talk, ihr Lieben, heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Gründer der Telebörse. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir feiern ja 30 Jahre MTV und sage und schreibe 35 Jahre Telebörse. Friedhelm Busch ist, wie ich es euch versprochen habe, heute bei uns. Friedhelm, schön, dass du Zeit hast. Grüß dich, Carola. Ja, und wir wollen auch gleich mal natürlich einsteigen in die Märkte. Wir haben das ja viele, viele Jahre gemeinsam gemacht in der Telebörse. Und jetzt also jeder sozusagen an seinem Standort, was ja auch ganz praktisch ist. Wir sehen die Märkte, den DAX in den letzten Wochen, man kann schon fast sagen 2, 3 Monaten eigentlich wieder in einer recht guten Verfassung, obwohl das keiner geglaubt hat. Und auch jetzt sagen ja die Experten, das kann so nicht weitergehen, das kann so nicht gut gehen. Wo stehst du denn aktuell, Friedhelm? Wie siehst du die weitere Entwicklung jetzt des Marktes? Ziehen wir weiter ins Plus durch? Kommen wir vielleicht aus diesem Jahr sogar noch mit einer Null raus, also keinem negativen Vorzeichen? Oder was glaubst du? Also zunächst einmal, Carola, vorweg eins. Ich bin gar nicht mehr so sehr auf Kurse und Kursentwicklungen fixiert, sondern mich interessiert eigentlich nur die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen, an denen ich beteiligt bin. Und das ist nicht immer unbedingt in den Kursen abzulesen, sodass ich also nur hin und wieder auf die Kurse schaue. Aber ich glaube auch, dass die Kurse im Moment mal etwas zu deutlich gestiegen sind und angesichts der Ängste, die wir ja alle haben, wegen der Konjunktur oder wegen der Entwicklung in Richtung China, angesichts dieser Ängste halte ich auch den Anstieg der letzten Wochen und Monate für sehr, sehr mutig. Und ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass irgendwann mal die Anleger die Gewinne mitnehmen. Denn es sind ja erhebliche Gewinne in einzelnen Aktien, in meinen zum Beispiel, nicht in allen, aber in vielen meiner Aktien. Und deswegen überrascht es mich jetzt nicht, dass nun mal die Börse sich hinsetzt und ausatmet. Das ist immer so, dass mal die Börse in eine andere Richtung geht und ausatmet und Ruhe bekommt. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Also mich regt das nicht auf. Ja, wir haben ja tatsächlich in den letzten Monaten auch ein paar Mal miteinander gesprochen und ich muss sagen, so im Frühsommer, Sommer, da sah ja die Welt wirklich tiefschwarz aus und keiner konnte sich irgendwie vorstellen, dass noch jemand Lust auf Aktien hätte und Aktien kaufen würde. Du bist ja da einer, der uns immer ermutigt hat und gesagt hat, man muss ganz anders an die Aktienanlage rangehen, die Unternehmen aussuchen und dann wirklich auch dranbleiben. Also diese klassische Buy-and-Hold-Strategie, die du ja mit Warren Buffett gemeinsam hast, also unser deutscher Warren Buffett quasi bist du hier in unserem Money Talk. Ist doch mal ein nettes Kompliment, oder, an Ja. dieser Stelle. Aber wir haben natürlich auch jetzt in den letzten Tagen Nachrichten bekommen oder in den letzten Wochen, die vielleicht so einen kleinen Hoffnungsschimmer aufkommen lassen. Oder ist es vielleicht auch nur so, dass die Anleger das so sehen wollen? Also jetzt gucken wir ja immer auf Amerika. Wir haben da diese enormen Zinsanhebungen in den letzten Monaten gesehen. Und der Herr Powell, der Notenbankchef, hat sich ja jetzt neulich geäußert und gesagt, das muss vielleicht gar nicht so massiv weitergehen, denn wir sehen doch schon eine Abschwächung auch in der Wirtschaft. Wir sehen das an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht sind die nächsten Zinsschritte nicht mehr so massiv. Und das hat ja die Börse dann auch gleich zum Anlass genommen und gesagt, das ist bald vorbei mit den Zinsanhebungen. Glaubst du das auch? Was Amerika betrifft, liegt das nahe, dass in der Tat die nächste Zinsanhebung nicht mehr so dramatisch sein wird oder sogar irgendwann mal im nächsten Frühjahr auslaufen wird. Aber das trifft natürlich überhaupt nicht zu auf die EU. In der EU steht uns das alles noch bevor, weil die EZB einfach zu spät begonnen hat, die Zinsen anzuheben. Die haben die ganze Zeit gesagt, es gibt keine Inflation, es gibt keinen Nachfrageüberhang und so weiter und so weiter. Das ist zwar alles richtig, aber dennoch haben wir eine Inflation und zwar von der Angebotsseite. Aber anyway, wir müssen jetzt weiter die Zinsen deutlich anheben, sodass ich also glaube, in der europäischen Zone geht es noch deutlich weiter nach oben mit den Zinsen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist sogar vielleicht recht gut, denn wenn unsere Zinsen stärker steigen, als man für Amerika erwartet, dann wird der Euro weiter nach oben gehen gegenüber dem Dollar. Und wenn der Euro gegenüber dem Dollar steigt, dann wird alles das, was wir importieren, günstiger, weil wir es dann in Euro
berechnen und der Euro ist gegenüber dem Dollar dann besser. Die Amerikaner also haben dann Probleme, aber nicht wir. Wir haben dann den Vorteil des starken Euro und das heißt, bei uns gehen die Preise für importierte Waren runter, wenn sie aus dem US-Dollar-Raum kommen. Und das Öl zum Beispiel wird in US-Dollar gerechnet und so ist es für mich kein Wunder, dass die Energiekosten schon deutlich sinken. Aber, und ich weiß, wir haben in unserer ganzen Zeit bei der Telebörse immer wieder so oft drüber gesprochen und ich kann ja auch verstehen, dass viele sagen, das ist mir dann zu kompliziert. Auf der anderen Seite ist ja der schwache Euro, den wir aktuell gerade gesehen haben, eben gut und das der Treibstoff in den letzten Monaten gewesen, dass man den Anstieg des DAXes argumentieren konnte und dass man gesagt hat, also der DAX steigt wegen des schwachen Euro, weil wir natürlich als Exportweltmeister hier diese Vorteile haben. Also es geht irgendwie immer in beide Richtungen mit den Erklärungen. Das ist richtig, aber im Moment leiden wir ja unter den hohen Energiekosten. Und die hohen Energiekosten und die hohen Energiepreise sind ja auch ein Grund, warum die Inflation bei uns so hoch ist. Und wenn jetzt die Energiekosten sinken, und sie sinken tatsächlich wegen des schwachen Dollar, dann kann man eigentlich nur sagen, Gott sei Dank, denn damit geht auch die Preissteigerungsrate langsam aber sicher zurück, sodass man schon davon reden kann, dass die Inflation an Kraft verlieren wird in der nächsten Zeit oder sie hat vielleicht schon an Kraft verloren. Also ich sehe im Moment den Vorteil eines starken Euro besser und mag ihn lieber als den Vorteil eines schwachen Euros in Richtung Exportindustrie Deutschland. Aber der andere Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass die EZB also noch lange nicht Schluss machen kann mit den Zinserhöhungen, der wird natürlich auch kontrovers diskutiert, denn wir haben ganz andere Probleme hier mit unseren unterschiedlichen Ländern, die ja unterschiedlich stark und massiv verschuldet sind und natürlich von steigenden Zinsen überhaupt nichts haben, sondern ganz im Gegenteil dann wieder kurz vor dem Kollaps stehen. Also der Frau Lagarde sind ja die Hände aus ganz anderen Gründen gebunden. Nun darf man nicht vergessen, dass die EZB ja noch ein anderes Instrument hat. Es ist ja nicht nur die Zinspolitik, sondern die EZB ist ja auch in der Lage und tut es ja auch in erheblichem Maße, ganz bestimmt zu stark. Sie kauft Anleihen auf und sie kann natürlich nun über diesen Weg den Italienern zum Beispiel helfen, indem sie nicht den Marktpreis für italienische Anleihen zugrunde legt, sondern einen eigenen Preis setzt und damit die Kosten der Italiener für die Verschuldung senkt. Also die EZB hat einige Instrumente, ob das tatsächlich immer gerechtfertigt ist und ob das auch den Vorschriften entspricht, ist eine andere Frage. Sie tut's einfach. Darüber sprechen wir schon lange nicht mehr, über das, was den Vorschriften entspricht. Da wird einfach alles getan und man sagt, es gibt keine Alternative. Das muss halt eben so getan werden. Friedhelm, bevor wir jetzt mal auf Werte zu sprechen kommen, die du magst und vielleicht auch ein bisschen konkreter einzusteigen in das Thema, wie man sich ein ordentliches Depot aufstellt, mit dem man dann auch ruhig schlafen kann, möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, denn wir haben gerade 30-jähriges Jubiläum bei NTV gefeiert am 30.11. Da haben wir 92 den Sender angeschaltet. Aber du hast ja schon 5 Jahre zuvor die Telebörse, also unser Flaggschiff der Börsensendungen, aus der Taufe gehoben. Erzähl uns mal ein bisschen, wie du damals darauf gekommen bist. Ich meine, das Thema Aktienkultur hatten wir in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Jetzt in den letzten Jahren durch die Vereinfachung, dass wir Apps haben, dass wir das alles irgendwie auf einen Knopfdruck machen können auf unserem Handy, kommen immer mehr Leute natürlich dazu, dass sie sich mit Aktien beschäftigen. Aber damals war das ja überhaupt nicht en vogue. Zu Beginn war ich für Holzbrink, also fürs Handelsblatt, tätig und war sozusagen Chefredakteur für die Fernsehaktivitäten von Holzbrink. Und ich habe in der Zeit auf Sat.1 mit anderen zusammen eine Sendung produziert, die nannte sich WM, Wirtschaftsmagazin. Und in diesem Wirtschaftsmagazin hatte ich zum ersten Mal eine Börsensendung mit Schaltungen
nach USA. Ich hatte einen Korrespondenten aus den USA mir gesucht. Ich bin in Amerika gewesen, habe mir die Sendungen, die Börsensendungen dort angeschaut und habe einen Paul Kengus gefunden. Den habe ich gebeten, einmal wöchentlich eine Sendung zu machen, eine zusammenfassende Sendung aus der Wall Street. Dann hatte ich Tokio in einer Reportage und all so etwas hatte ich dann in diesem WM, in dem Wirtschaftsmagazin auf Sat 1. Das hat der Dieter von Holzbrinck gesehen und hat gesagt, sowas könnte er sich doch auch auf Deutschland konzentriert vorstellen, und zwar live aus der Börse. Und so haben dann die leitenden Herren um Dieter von Holzbrinck herum, zum Beispiel Dieter Stolze, haben mich dann gebeten, eine Sendung zu entwickeln, live aus der Börse, live aus Frankfurt. Und ich hatte nun zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 20 Jahre Erfahrung, was Börsen betrifft. Denn ich habe in den 60er Jahren schon aus der Düsseldorfer Börse für den WDR Hörfunk berichtet. Das heißt also, ich habe eine Sendung mir aufgebaut aus der Frankfurter Börse. Dann brauchten wir nur noch das Geld für diese Sendung, denn das war natürlich alles sehr teuer mit den Kameras. Und wir haben dann nach Finanzierungsmöglichkeiten geschaut, haben die Banken gefragt, möglichst viele Banken, dass es nicht heißt, das ist eine Veranstaltung der einzigen Bank sowieso, sondern es sollten möglichst viele daran beteiligt sein, nicht nur Banken, sondern auch Zeitungen. Und diesen Pool, diesen Finanzierungspool habe ich dann auch gefunden oder hat Dieter Stolze gefunden. Und wir haben dann angefangen. Ja, die Folge war, dass ein paar Leute uns fragten, was der Quatsch soll. Denn es war natürlich so, dass es keine Werbung gab. Und die Banken, die das bezahlten oder die Zeitungen, haben auch gesagt, wie sollen wir denn daran Geld verdienen? Und dann habe ich denen klar gemacht, ihr könnt überhaupt kein Geld verdienen. Ihr verliert nur Geld. Aber wir gewinnen allmählich den deutschen Bundesbürger als Aktionär. Und das war mein Ziel. Ich wollte nicht die Zuschauer zu Millionären machen oder reich machen, sondern ich wollte sie zu Wirtschaftsdemokraten machen. Sie beteiligen sich über die Aktie an dem und dem Unternehmen. Das war meine Absicht. Und wenn Sie dann Teilhaber einer Aktiengesellschaft sind, dann interessieren Sie sich auch für das Schicksal dieses Unternehmens, für das Umfeld, für die Gewerkschaftspolitik etc. Das war meine Absicht. Ja, und dann kam das Pech, dass plötzlich mit den Aktien auch viel Geld verdient wurde. Und dann waren alle nur hinterm Geld her. Und das war überhaupt nicht meine Absicht, dass das in diese Richtung lief. Und als dann der neue Markt kam, auch mit MTV-Unterstützung, du ja auch sehr stark engagiert, da war ich natürlich ziemlich deprimiert, muss ich sagen. Und vom neuen Markt auch vom ersten Tag an ferngehalten. Das will ich nicht. Das ist nicht mein Ziel. Das ist nicht meine Philosophie. Friedhelm, das ist schön, dass du das sagst. Ich war so stark engagiert. Wir haben damals natürlich, wir waren auch begeistert, dass plötzlich so viele Deutsche in die Aktien gekommen sind. Und natürlich haben wir gesehen, da gab es eine Webseite und diese Firma war mit Millionen bewertet. Und irgendwie hat man sich gefragt, wie kann das weitergehen? Und ich erinnere mich ganz genau, André Costolani war damals ja oftmals unser Gast. Und der kam und sagte, wenn die Börse irgendwie ein Casino ist, dann ist der neue Markt eine Zockerhölle. Und wir haben damals dann schon gesagt, oh, jetzt wird er aber langsam alt, der Costolani. Der war dann um die 90. Und wenn du uns das jetzt erzählst, dass du natürlich auch sehr kritisch warst mit dem neuen Markt. Ja, es ging alles in die Grütze damals. Und wir sind auch alle in Anführungsstrichen auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil wir dachten, der schöne Satz an der Börse, diesmal ist alles anders. Und es war natürlich nicht alles anders. Und ich glaube, wir sehen das ja in vielen Bereichen jetzt auch wieder. Also ich meine, wenn ich jetzt mir gerade den Kryptomarkt angucke, NFTs und all diese ganzen gehypten Themen der letzten Monate, da sehen wir das natürlich ganz genau wieder. Ich treffe viele Leute, die mir sagen, diesmal ist alles anders, in der Kryptowelt ist alles anders. Und das ist es eben nicht. Also das, was heiße Luft ist, das wird irgendwann
fällt das in sich zusammen. Und das erleben wir ja jetzt auch gerade wieder. Aber ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem viele Menschen zu dem Thema Kapitalanlage bringen. Das ist ja genau das, was du auch wolltest, dass wir also die Menschen begeistern mit diesen Themen. Und deshalb, Friedhelm, wollen wir gar nicht so lange über unsere alten Geschichten nachdenken, sondern ich weiß natürlich, dass meine Zuschauer immer auch gerne so ein bisschen die Anregung bekommen. Wichtiger Hinweis, keine Anlageberatung, sondern Ideen. Und ich weiß, dass Friedhelm natürlich ein schier unerschöpflichen Fundus hat an Ideen, wie man sein Geld vermehren kann. Und Friedhelm, deshalb gib uns doch kurz einen Überblick. Was guckst du dir genau an? Welche Unternehmen findest du toll? Du hattest es gerade angesprochen, deine Firmen sind in den letzten Monaten deutlich angestiegen, also die Kurse der Firmen. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wie du dein Vermögen strukturiert hast. Also ich habe natürlich gesehen, dass die Börsen, als das Geld sozusagen umsonst verteilt wurde, dass die Börsen da durchdrehten und dass vor allem junge Hightech-Firmen, die ja viel, viel Geld brauchen, um überhaupt mal sich aufzubauen, dass diese Firmen natürlich unter Druck geraten würden, wenn die Zinsen angehoben würden. Das war für mich von Anfang an klar, sodass ich also so ein bisschen vor dieser Entwicklung schon auf Werte gesetzt habe, die nicht in dem jungen Hightech-Bereich tätig sind. Und natürlich ist das für junge Leute völliger Schwachsinn, denn die Hightech-Branche ist die Zukunft, das weiß ich auch. Aber wenn ich mir anschaue, dass die Aktien, die ich damals unter diesem Gesichtspunkt bitte, solide Firmen aussuchen und keine Highflyer, wie die sich entwickelt haben, bin ich eigentlich nicht unglücklich. Also, die Andeutung, die Zinsen werden in den nächsten Jahren erhöht werden, hat mich bewogen, auf Aktien zu setzen, die nicht so sehr mit neuen Ideen auf die Märkte zukommen, sondern alte, stabile Werte. Früher haben wir das an der Düsseldorfer Börse immer die goldenen Werte genannt. Und zu den goldenen Werten gehört immer noch aus meiner Sicht eine Allianz, eine Münchner Rück. Diese Titel sind nach wie vor meine Favoriten und sie machen hervorragende Geschäfte, auch in der Inflation. Ich weiß auch, dass eine Aktie wie die Allianz darunter leidet, über die Kfz-Versicherung, dass die Kfz-Reparaturkosten mit der Inflation anziehen. Das weiß ich auch. Klar, nur das Dumme ist für uns Konsumenten, aber nicht für mich als Aktienanleger, das Dumme ist, dass diese Versicherungstitel einfach im nächsten Jahr die Prämien erhöhen. Das wird so sein. Auch ich als Kfz-Eigentümer werde mit einer höheren Kfz-Versicherung rechnen müssen. Ähnliches gilt für Münchener Rück, für diese Versicherungen, die die großen Weltschäden sozusagen rückversichern. Die Weltschäden sind da. Und deswegen habe ich früher auch immer gesagt, bitte geratet nicht in Panik, wenn irgendwo eine Katastrophe geschehen ist. Das wird natürlich die Bilanz einer Rückversicherung belasten. Stimmt. Aber ein Jahr später werden all diese Rückversicherungen ihre Prämien erhöhen. Und außerdem werden dann diejenigen, die noch nicht gegen diese Schäden versichert waren, gegen die Elementarschäden zum Beispiel, werden dann eine Versicherung haben wollen. Mit anderen Worten, das Geschäft steigt weiter. Also Versicherungen sind für mich in einer Gesellschaft, die sich immer gerne absichert, ich ja auch, immer ein Plus gewesen und ich war immer sehr begeistert. Nicht der Kurs interessiert mich, obwohl der bei der Münchner Rück zurzeit explodiert. Nein, mich interessiert nur und ausschließlich, das liegt an meinem Alter. Ich bin nun Mitte 80 und ich kann nicht mehr groß spekulieren, will auch gar nicht, habe auch gar nicht mehr die Lust. Ich brauche Cash und Cash kriege ich über die Dividende und die Dividende läuft. So, und jetzt die anderen Sachen. Wenn man sich anschaut, wie diese Welt konstruiert ist, wir haben das Problem einer Überbevölkerung, wir haben das Problem der entsprechenden Nahrungsmittelknappheit, wir haben aber auf der anderen Seite das Problem, dass durch den Klimawandel Flächen
kaputt gehen, Flächen nicht mehr für Nahrungsmittelanbau herangezogen werden können. Und das führt dazu, dass man sich fragt, wie kann ich aus dem Boden, der bleibt, wie kann ich aus dem Boden, der bleibt, bei dieser Klimaentwicklung möglichst viel Getreide zum Beispiel herausholen. Und das geht nur über Saatgetreide, das geht nur über Dünger. Und da komme ich dann zu Titeln, die ich nicht habe. Die ich nicht habe, deswegen kann ich es jetzt ruhig frei sagen. KWS, kleine Wanzen. KWS ist ein Saatgutentwickler und nach meiner Ansicht auf lange Sicht genau die richtige Aktie, dass ich dann auch Chemie selber habe mit BASF, dem größten Chemieunternehmen der Welt. Das ist selbstverständlich. Und da ist natürlich meine Bilanz im Moment nicht so gut, weil BASF sehr stark nun abhängig war und ja, war, muss man sagen, von Russland und mit dem ganzen Kladderadatsch, den wir da haben mit Nord Stream 2, da waren sie stark engagiert. Das hat natürlich zu starken Kursverlusten geführt. Andererseits aber kommt das nächste Drama vielleicht auf unsere Kinder oder Enkel, wäre noch schöner, wenn es noch länger dauern würde, China hinzu. In China ist BASF auch sehr stark. Also bei BASF, da habe ich schon hin und wieder ein paar Sorgen. Aber andererseits, Carola, BASF selbst in diesem Jahr hat BASF in den ersten drei Quartalen zumindest hervorragende Geschäfte gemacht. Denn man braucht Chemie. Wir brauchen Chemie im Gesundheitswesen für die Pillenproduktion. Wir brauchen sie in der Landwirtschaft für den Dünger und für irgendwelche Präparate, um unsere Nahrungsmittel widerstandsfähiger zu machen in der Produktion. Das alles schreit nach BASF. Also ich bin der Meinung, ich liege mit diesem Engagement, obwohl der Kurs ziemlich zertrümmert worden ist, nicht so falsch, wie man das glauben könnte, wenn man nur auf die Aktienkurse guckt. Und ich gucke da nicht hin. Und das ist ganz wichtig, Friedhelm, wir haben das ja öfter auch schon besprochen, du warst ja auch schon häufiger im Money Talk und ich glaube, das ist eine interessante Strategie, die sich auch viele Leute, die jetzt neu an der Börse sind, genauer angucken können. Ich merke das, du guckst nicht allzu weit über den Tellerrand, du bist in Deutschland engagiert, das sind Aktien, die du beobachten kannst, wo du auch wirklich jeden Tag dann auch in der Zeitung oder auch im Internet leicht Informationen bekommst, das ist ja immer deine Strategie und natürlich eben das Thema Dividenden. Dann kann man nämlich auch ruhig schlafen und wir haben das ja jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass die deutschen Unternehmen, und da kommt der schwache Euro wieder rein, eben gute Geschäfte gemacht haben. Also die Quartalszahlen waren ja okay und waren sogar ganz gut. Insofern werden die Dividenden wahrscheinlich nicht gekürzt werden und man kann hier sein passives Einkommen wirklich generieren. Und das machst du ja auch sehr schön. Friedhelm, ich würde mich freuen, wenn du öfter wieder in den Money Talk kommst, denn wir brauchen deine Stimme auch und so eine wirklich sehr rationale mit dem reinen Menschenverstand. Denn ich meine, das, was wir heute natürlich auch sehen, vieles wird ja auch den Anlegern vermiest und verleidet und man muss natürlich immer auch korrekt sein. Alle stellen sich darauf ein, dass sie jetzt nur noch nachhaltig und grün investieren dürfen. Aber du sagst das natürlich, mit dem reinen Menschenverstand findet man dann eben auch die Aktien, in die man investiert und die man, mit denen man langfristig dann eben auch im Depot leben kann. Das ist richtig, ja. Und Friedhelm, deshalb danke ich dir heute, dass du da warst. Und ich sage es nochmal an dieser Stelle, alles das, was Friedhelm uns erzählt hat, sind seine Ideen und das, was er in seinem Depot macht. Wenn ihr da irgendwas nachmachen wollt, dann fragt bitte nochmal jemanden in eurer Umgebung, der sich mit dem Thema auskennt. Ich danke dir erstmal, Friedhelm, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Euch allen natürlich vielen Dank. Wenn ihr das erste Mal im Money Talk wart, abonniert meinen Kanal, dann kann ich hier weitermachen und setzt das Glöckchen, dann verpasst ihr nämlich keinen Money Talk. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss, Carola.